mit O. Jetzt machen wir uns hier eine sogenannte Kanzelheizung auf Billo. Und dann muss ich den Motor anschmeißen hier. So. Weil man muss natürlich nicht eine ganz große Bohrmaschine haben, da reicht auch eine kleine aus. Aber wir brauchen eine Bohrmaschine dafür. Machen wir mal der Schrauber ist ein bisschen. Das könnte passen. Ne, das ist ein bisschen sehr dick hier. Muss ja immer mal entgraten. Aber ja, da kommt dann nachher so Stöckchen durch. Und das wird dann halt dann oben. Das hält sich dann auf den Löchern. Unten die Löcher bleiben drin, damit die Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist. Oben diese kleinen Löcher. Da, also man könnte jetzt rein theoretisch auch anfangen, die mit eine geschlossene Dose, wie zum Beispiel eine normale Brotdose, einfach über Löcher reinmachen. Nur wichtig ist, dass die Wärme ableiten kann. Und ja, das war es eigentlich schon. Dann habt ihr innerhalb von, weiß nicht, wie lange hat das jetzt gedauert, 2 Minuten, habt ihr hier so eine Brotdose. Achso, wir müssen hier auch noch 2 Löcher machen. Das ist wichtig. Da muss ich mal gucken, also das mache ich mal so. Tut euch einen Holzklotz drunter. Ne? Und dann könnt ihr mich von oben gegendrücken, ohne dass euch ein Finger bohrt. Eins, zwei, siehst du? Ich glaube, wir haben dann auch nochmal 2 Stück rein. So, und dann, wie es hat. Ich habe da zufällig so ein paar Werkzeuge da, also ich habe so ein bisschen größere Werkzeuge. Ja, da passt jetzt mal nicht rein, tolle Wurst. Da muss ich mir den Grater hier vorne nehmen. Also nimmt man hier einfach diese Gratungskarte, ja, einmal hier so ein bisschen links rechts, einmal dann nochmal links rechts, nur wenn man sich die Pfoten nachher nicht aufschneidet oder die besten Sandalen Löcher haben. Das ist alles kein Teufelswerk. Ist halt nur, dass ihr einmal so ein bisschen entgratet habt, ja, und dann ist das auch gut. Man kann das natürlich auch machen, indem man erst den Deckel auf dem auf der Dose drauf lässt und dann komplett beide durchbohrt, aber da ist auf jeden Fall klar, dass es dann definitiv einmal laut knirscht und eure Dose da drunten, die zweite, also der hier wird noch haben und hier wird richtig verbeult sein, bis ihr da durch seid. Das ist halt ein bisschen blöd. Weil der Druck dann aber geben wird. So, guck mal. Dann haben wir das hier alles schön fertig. Das kann ich liegen lassen für das nächste Mal. Dann kommt eine Blechdose. Und dann haben wir hier eine schöne Kanzelheizung vom Feinsten. Ich werde mir jetzt nochmal gucken, dass ich mir für das Teil selber nochmal 2 Holzklötze mache. Ja, das ist ein bisschen knapp. Aber im Prinzip her so, dass, also wenn das jetzt 2 Stück wären, dass es so ein bisschen höher ist, ne? Und wenn ich jetzt dann drauf tue, dann habe ich dann automatisch hier so einen hohen Abstand. Da kann ich dann wunderbar Kerzen drin machen, oder ich drehe es einfach um, lasse es dann so rumlaufen. Müsste aber noch mal ein paar Löcher reinmachen.
Ich glaube, das mache ich noch. Dann brauche ich jetzt mal ein paar Löcher rein hier. Und dann kann das da vor sich her wärmen. Und das ist, ich denke, bis das Blech, also wenn das die Entfernung, das sind 10 cm bis die Kerze, die erhitzt das unheimlich, aber richtig verglühen wird es nicht. Das schafft die nicht. Und zur Not könnt ihr auch noch Butterstullen da rein tun. Die leckeren Pausenstullen für die Jagd. Also, dann, heute um. Lasst euch nicht ärgern und bis nächstes Mal.